Dann kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt 16. Das ist die dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD für ein Gesetz zur Einführung des aktiven Wahlrechts ab 16 bei Kommunalwahlen. Drucksache 20-8504 zu Drucksache 20-8383 zu Drucksache 20-6347. Und als erstes möchte ich Frau Abgeordnete Hofmann zur Berichterstattung bitten. Bericht. Der Gesetzentwurf war dem Innenausschuss in der 103. Plenarsitzung am 11. Mai 2022 zur Vorbereitung der dritten Lesung zurücküberwiesen worden. Der Innenausschuss hat den Gesetzentwurf in seiner Sitzung am 19. Mai 2022 beraten und die unter A wiedergegebene Beschlussempfehlung an das Plenum ausgesprochen. Beschlussempfehlung: Der Innenausschuss empfiehlt dem Plenum, den Gesetzentwurf in dritter Lesung abzulehnen. CDU, Bündnis 90 die Grünen, AfD gegen SPD, Freie Demokraten und DIE LINKEN. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hofmann. Und Sie haben auch gleich das erste Wort. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, dieses Thema ist so bedeutend und für uns so wichtig, dass wir Ihnen die Möglichkeit geben, in dritter Lesung noch einmal sich Gedanken zu machen, ob es nicht doch sinnvoller wäre, der Jugend, den jungen Menschen in unserem Land die gehörige Stimme zu geben und ihnen das Wahlrecht hier auf der kommunalen Ebene zu geben, meine Damen und Herren. Junge Menschen in unserem Land sind engagiert, sie sind aktiv, sie wollen sich in unsere Gesellschaft einbringen, und sie sind vor allen Dingen kompetent, so wie es verschiedenste Studien, z. B. die Shell-Jugendstudie, zeigt, die noch einmal attestiert hat, dass auch in der langen statistischen Erfassung der Partizipation von Jugendlichen ein großes Interesse, ein großes Engagement an gesellschaftspolitischen Fragestellungen da ist, meine Damen und Herren. Und wie z. B. Professor Faas empirisch belegt hat, sind auch gerade junge Menschen in ihrer Urteilseinsichts- und auch Kommunikationsfähigkeit auf jeden Fall in der Lage, ab 16 entsprechende Entscheidungen auch in Form des Wahlrechts auf der kommunalen Ebene auszuführen. Und ich sage Ihnen noch einmal deutlich und bringe es in Erinnerung, viele von Ihnen waren ja bei der Anhörung dabei, dass unser Gesetzentwurf eine breite Zustimmung erfahren hat. Zahlreiche Jugendverbände, nicht nur die Jusos, sondern auch die grünen Jugend, da sollten Sie einmal sehr genau zuhören, und die namhaften Jugendverbände, alle unisono haben gesagt, ja, das ist der richtige Schritt zu mehr Partizipation für junge Menschen, das Kommunalwahlrecht ab 16, meine Damen und Herren. Und dieses entscheidende Recht betrifft 150.000 junge Menschen in unserem Land. Es geht hier um die Frage, ob junge Menschen, die über unsere Zukunft, ihre Zukunft entscheiden, ob es uns wichtig ist, und es sollte uns wichtig sein, dass sie mit dem vornehmsten, dem wichtigsten Recht in unserer Demokratie, mit dem Wahlrecht auf kommunaler Ebene ausgestattet werden, meine Damen und Herren, oder nicht. Und da reicht es nicht, darauf zu verweisen, dass es entsprechend schon Partizipations- und Beteiligungsmöglichkeiten entsprechend z. B. durch Jugendparlamente oder durch Jugendforen gibt. Das ist gut und richtig so. Aber das Wahlrecht ist das wichtigste Recht in einer Demokratie. Und ich möchte noch auf einen anderen Aspekt hinweisen. Nach den neuesten Studien, z. B. der Friedrich-Ebert-Stiftung, muss uns alle umtreiben und voller Sorge erfüllen, dass viele Deutsche skeptisch sind, was unsere Demokratie und die Weiterentwicklung anbelangt. Das heißt, wir brauchen mehr engagierte, auch junge Demokraten. Wir müssen unsere Demokratie stärken. Und dazu gehört an erster Stelle auch, dass wir gerade jungen Menschen eben ein Wahlrecht, ein Kommunalwahlrecht geben, meine Damen und Herren. Und
und diese ganze feingliedrige Diskussion nach dem Motto, na ja, da sei es so, da sei es so, da sei es so, das sind doch alles Verhinderungstaktiken. Wir lassen uns davon nicht ablenken. In 11 von 16 Bundesländern gibt es das schon. Warum sollen die jungen Hessinnen und Hessen gar dümmer sein oder nicht von diesem Wahlrecht Gebrauch machen können? Das frage ich Sie jetzt mal ernsthaft. Mit 14 Jahren ist man strafmündig. Mit 16 Jahren ist man oft schon in einer Ausbildung, bezahlt Sozialversicherungsbeiträge. Oder Sie wissen doch ganz genau, dass das Wahlrecht eben auch schon mal nicht immer zwingend an die Volljährigkeit gekoppelt war. Denken Sie an die Jahre Anfang der 70er Jahre, wo das Wahlrecht von 21 auf 18 Jahre abgesenkt wurde. Trotzdem war man damals mit 21 Jahren volljährig. Also ich sage Ihnen, das sind nicht die tragenden Argumente. Und ich sage es Ihnen noch einmal ganz deutlich, Bündnis 90 Die Grünen, Sie sind eine große Enttäuschung. Sie machen sich hier in die Büsche und einen schlanken Fuß. Frau Abgeordnete Hofmann, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja. Sie haben das Wahlrecht ab 16 auf kommunaler Ebene noch in Ihrem Wahlprogramm gehabt. Jetzt machen Sie sich in die Büsche, und ich sage Ihnen deutlich, geben Sie sich einen Druck. Wenn Sie nicht unserem Gesetzentwurf zustimmen, ist das ein Misstrauensvotum gegen die jungen Menschen in unserem Land, und das wäre beschämend. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Hofmann. Für die Fraktion der AfD hat jetzt der Abgeordnete Vohl das Wort. Sehr geehrte Frau Landtagspräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Anlässlich der dritten Lesung des Gesetzentwurfs möchte ich nur ein paar grundsätzliche Anmerkungen machen. Der von der SPD vorgelegte Entwurf, das Wahlalter lediglich bei der Kommunalwahl auf 16 abzusenken, kann leider nur als wahltaktisches Manöver eingeschätzt werden. Wenn die Antragsteller an einer echten Reform beim Wahlalter interessiert wären, hätten sie auch eine Reform des Landtagswahlrechts gefordert. Doch diesen Schritt wollen sie offenbar nicht gehen. Sonst hätten die Vertreter der SPD-Fraktion vor gut einem Jahr einem entsprechenden Antrag im Innenausschuss nicht die Zustimmung verweigert. Ihr eigentliches Ansehen ist doch nur, ein Problem der Kollegen der Fraktion der GRÜNEN herauszustellen, die ein Wahlversprechen bei den Koalitionsverhandlungen nicht umgesetzt haben. Das mag aus Ihrer Sicht Anlass genug sein, diesen Gesetzentwurf bis zur dritten Lesung durchzuziehen. Ich und wir, die AfD, halten dies schlichtweg für unangebracht und der Thematik nicht angemessen. Die Mütter und Väter unserer Landesverfassung und des Grundgesetzes haben für diese Frage nicht umsonst sehr hohe Hürden eingebaut. Um das Wahlalter auf Landesebene abzusenken, brauchen sie die Zustimmung der Bevölkerung. Auf der Bundesebene ist eine Zweidrittelmehrheit des Parlaments notwendig. Hürden, die meiner Ansicht nach wohl überlegt waren und angesichts des Stellenwertes des Kommunalwahlrechts eigentlich auch dafür gelten sollten. Ich habe mich im Laufe der Beratung schon gewundert, wie leichtfertig die Kollegen von der SPD mit dieser Thematik umgehen. Erstaunt hat mich auch, dass sie auf die beträchtlichen Einwände der Kommunalverbände nicht eingegangen sind. Erklärlich ist das wohl nur, wenn man den eigenen Gesetzentwurf für nicht sehr überzeugend und wenig erfolgversprechend hält. Wenn man diesbezüglich ernsthaft eine Wahlreform in Hessen für notwendig hält, sollte schon aus Respekt vor der kommunalen Ebene, zumindest auch auf Landesebene, zeitgleich ein entsprechender Reformschritt durchgeführt werden.
Da dafür auch ein positives Votum durch die Bevölkerung notwendig wäre, gäbe es danach auch keine Fragen mehr bezüglich der Sinnhaftigkeit und Legitimation dieses Schrittes. Die überwiegende Anzahl an Einwänden und Bedenken, auch die der Kommunalverbände, könnten damit gleich aus dem Wege geräumt werden. Wenn also Ihr Vorschlag so überzeugend ist, dass neben der mehr als fraglichen Mehrheit in Ihrer Fraktion auch die Mehrheit der Bevölkerung dafür stimmen würde, sollten Sie auch die entsprechenden Schritte einleiten. Wenn nicht, gut, dann lassen Sie es bleiben, aber unterlassen Sie dann auch diese durchschaubaren parlamentarischen Spielereien mit dem Kommunalwahlrecht. Schwarz-Grün bittet wahrlich ausreichend widersprüchliche Ansatzpunkte, um sie bloßzustellen. Das Wahlrecht, meine Damen und Herren, sollte für diese Zwecke nun wirklich nicht noch herangezogen werden. Wir sind der Meinung, dass hier in Hessen, wo es die Möglichkeit gibt, das Volk als Souverän über das Wahlrecht abstimmen zu lassen, und sie dies auch tun sollten. Auch darum können wir dem vorgelegten Gesetzentwurf nicht zustimmen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Vohl. Für die Fraktion der LINKEN hat jetzt die Abg. Kula das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lange haben wir das jetzt vor uns hergeschoben, und endlich beraten wir den Gesetzentwurf der SPD für die Absenkung des Wahlalters auf 16 Jahren bei Kommunalwahlen in dritter Lesung. Und die Anhörung im Ausschuss hat eindeutig gezeigt, dass von Jugendverbänden über Gewerkschaften bis hin zu Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eine Absenkung des Wahlalters bei Kommunalwahlen unterstützt wird. Lediglich die kommunalen Spitzenverbände waren skeptisch, aber die Gegenargumente waren vor allen Dingen materieller Art. Eine Ausweitung des kommunalen Wahlrechts würde zu Verunsicherung und Mehrkosten führen und die Klarheit der Wahlen gefährden. Aber, meine Damen und Herren, ein Mehr an Demokratie und Mitbestimmung darf doch nicht an den Kosten scheitern. Wenn man wirklich etwas will, dann ist dafür auch Geld da. Und ja, das Land muss die Kommunen dabei natürlich auch unterstützen. Und auch das Argument der Gefährdung der Klarheit und Eindeutigkeit der Wahlen halten wir für nicht stichhaltig. Die Wahlberechtigten bei hessischen Kommunalwahlen unterscheiden sich jetzt schon von denjenigen der Landtags- oder Bundestagswahlen. Schließlich können schon jetzt auch EU-Ausländer bei Kommunalwahlen mitbestimmen. Deswegen ist es eher ein vorgeschobenes Argument. Und ich bleibe dabei, es gibt keine stichhaltigen Gründe, die gegen ein Wahlrecht mit 16 sprechen. Viele alte Gegenargumente, wie dass Jugendliche noch nicht reif genug seien, sind überholt. Das Jugendalter ist heute viel bedeutender als in anderen historischen Phasen. Es ist nicht mehr nur eine Zwischenzeit zwischen Kindheit und Erwachsenenalter, sondern ein langgestreckter Lebensabschnitt, in dem bereits biografische Abschnitte vorkommen, die bislang im Erwachsenenalter verortet waren, wie Qualifizierung, Entwicklung von souveränen Medien- oder Konsumverhalten oder der Aufbau von einer Werteorientierung. Und die Werbung, die spricht Jugendliche überall im Internet, im Fernsehen, ganz selbstverständlich als Konsumentinnen und Konsumenten an. Aber von der Politik werden Jugendliche immer noch nicht als vollwertiges Mitglied einer Gesellschaft angesehen. Das ist doch wirklich von gestern, meine Damen und Herren. Gleichzeitig wird unsere Gesellschaft immer älter, und somit sinkt auch die Repräsentanz junger Menschen. Und auch das ist ein Argument für die Absenkung des Wahlalters. Und ganz ehrlich, wer ein Jahr der Kinderrechte ausruft, sich mit einer Beauftragten für Kinderrechte schmückt, aber im Gegensatz zu 11 von 16 anderen Bundesländern es nicht hinbekommt, eine einfache Gesetzesänderung umzusetzen, um jungen Menschen ab 16 auf kommunaler Ebene ein Wahlrecht einzuräumen, der macht sich schlichtweg unglaubwürdig, meine Damen und Herren, vor allen Dingen von den Grünen. Aber scheinbar war Ihnen das Thema einfach nicht wichtig genug, um es gegen die CDU durchzusetzen. Sie lassen die jungen Menschen in Hessen im Stich, die die aktuellen politischen Entscheidungen aber am längsten ausbaden müssen. Und deswegen setzen wir uns auch auf Landesebene für die Absenkung des Wahlalters ein. Wir wollen, dass alle Menschen, die dauerhaft hier leben, ein Wahlrecht haben. Denn sie tragen alle etwas zur Gesellschaft bei und sollten auch über die Zusammensetzung der Parlamente mitbestimmen können.
Um die Mitbestimmung junger Menschen zu stärken, darf es aber auch beim Wahlrecht nicht stehen bleiben. Es braucht verbindliche Jugendbeteiligung vor Ort, eine Stärkung der Rechte von Schüler- und Auszubildendenvertretungen. Nehmen Sie endlich die Kinder- und Jugendrechte ernst, tragen Sie sich nicht nur vor sich her, und haben Sie doch keine Angst vor mehr Demokratie. Die klugen Köpfe der nächsten Generation, die brauchen wir, um die enormen Krisen und Herausforderungen zu meistern. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Kula. Für die Fraktion der Freien Demokraten hat jetzt die Abg. Deißler das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Ich stehe hier für eine unterrepräsentierte Gruppe, nämlich für jene unter 30. Im Hessischen Landtag liegt das Durchschnittsalter bei 49,4 Jahren, und das liegt über dem Altersdurchschnitt der Bevölkerung. Das ist bei 43,8. Nicht nur Jugendverbänden und Jugendorganisationen nehmen jugendliche Verantwortung wahr, denn sie arbeiten. Sie zahlen Steuern und Sozialabgaben. Sie nehmen als Konsumenten am Wirtschaftsleben teil. Sie dürfen bereits mit 14 ihre Religion frei wählen. Sie dürfen strafrechtlich belangt werden. Und sie dürfen auch die Mitgliedschaft in einer Partei erwerben, ab 16. Und bei den Linken und bei der SPD sogar früher. Bei den Grünen gibt es gar kein Eintrittsalter. Und jetzt wende ich mich mal an die CDU. Wird Ihnen da nicht Angst und Bange? Was machen die denn dann eigentlich in der Partei? Sind die bei Ihnen Getränkewart? Sind die bei Ihnen Getränkewart bis zur Volljährigkeit? Ich selber bin in genau diesem Alter politisch aktiv geworden, in NRW. Und viele andere tun das auch. Also zum Beispiel Innenminister Beuth ist mit 16 in Oberhausen in die Junge Union eingetreten. Jetzt könnte ich Sie fragen, was Sie da gemacht haben. Aber wir sind ja hier in Hessen. Ich weiß, wir sind hier in Hessen. Es hängt doch gar nicht vom Bundesland ab. Denn denken wir mal an den Ministerpräsidenten AD, Volker Bouffier. Dieser ist mit 17 in die Junge Union eingetreten. Und jetzt frage ich Sie, glauben Sie ernsthaft, Volker Bouffier hatte damals nicht die Einsichtsfähigkeit und nicht die Urteilsfähigkeit, eine Wahlentscheidung zu treffen? Die Antwort würde ich gerne von Ihnen gleich hören. Und wenn Sie jetzt nicht wollen, dass 16- und 17-Jährige an Kommunalwahlen teilnehmen, irgendwann werden diese jungen Menschen volljährig. Und ich bin mir ganz sicher, dass viele von denen sich dann daran erinnern werden. Denn mit der Verweigerung des Wahlrechts ab 16 zeigen Sie nur eins: Sie nehmen die Jugend und die künftige Generation nicht ernst. Und ich finde es unerträglich, auch wenn der Altersdurchschnitt etwas höher ist als in der Gesamtbevölkerung. Wenn man hier in die Reihen guckt, ich habe so viele junge Kolleginnen und Kollegen. Wie denken Sie denn eigentlich über jene? Wie denken Sie über die? Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen aus dem Mai dieses Jahres. Ich war halbwegs neu im Landtag auf einem parlamentarischen Abend. Ein CDU-Funktionär fragte mich dann Folgendes. Dürfen nun auch Kinder in den Landtag einziehen? Ja, wirklich passiert. Meine Parteifreunde konnten es kaum nicht glauben, meine Fraktionskollegen. Und wissen Sie was? Ich will gar kein Mitleid. Wissen Sie was? Daran sieht man einmal mehr, wie die Geisteshaltung von Christdemokraten gegenüber jungen Menschen ist. Und ja, die Grünen frohlocken, aber umso trauriger ist es doch. Umso trauriger ist es doch, dass Sie aus der Koalitionsdisziplin heraus Ihre Werte, Ihre Ziele verkauft haben. Dann sagen Sie uns doch bitte, wofür. Sagen Sie uns doch bitte, was wichtiger war als die Mitbestimmung von jungen Menschen und zukünftigen Generationen. Und wenn wir Jugendliche bei der Kommunalwahl zulassen, machen wir nichts anderes, als für Generationengerechtigkeit zu sorgen. Und das wurde in der Expertenanhörung auch deutlich. Das Absenken des Wahlalters ist verfassungsrechtlich zulässig. Und die überwiegenden Gründe sprechen auch dafür, das Wahlalter auf 16 zu senken.
Es wurde gesprochen von einem demokratischen Existenzminimum, was man den Menschen gewähren würde. Ich kann nur dafür plädieren, gewähren Sie dies den jungen Menschen, gewähren Sie dies den Jugendlichen, gewähren Sie dies der nächsten Generation. Meine Damen und Herren, der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. Kommen Sie also bitte ab. Kommen Sie bitte ab von Ihrer Argumentation, das bestehende Wahlalter hat sich bewährt. Denn diese platte Attitüde ist nichts anderes als die Übersetzung von, das haben wir schon immer so gemacht, daran wollen wir festhalten, und das ist kein Argument. Die Ausweitung des Wahlrechts ist stets ein Zeichen des gesellschaftlichen Fortschritts. Gehen Sie den Fortschritt mit uns und den anderen demokratischen Parteien hier in diesem Plenum. Denn wir brauchen einen Aufbruch, ganz besonders in der Jugendpolitik. Wir brauchen eine Politik, die den Jugendlichen eine stärkere Stimme bei politischen Entscheidungen gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Deißler. Für die Fraktion der CDU hat jetzt der Abg. Schad das Wort. Ja, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, als ich der geschätzten Kollegin Hofmann bei der Einbringung hier dieses dritten Gesetzeslesung des Entwurfs zugehört hat, hatte ich so ein bisschen den Eindruck, Sie waren vielleicht in den Tagtraum verfangen, haben vielleicht, bevor Sie in die Lesung gekommen sind, noch Best of James Last gehört, die CD oder so. Weil anders kann ich mir gar nicht vorstellen, wie Sie zu der Zusammenfassung der ganzen Ergebnisse kommen, die Sie hier vorgetragen haben. Sie haben gesagt, breite Zustimmung aus der Bevölkerung. Sie haben Ihren Gesetzentwurf gelobt und haben gesagt, dass im Grunde genommen nur die böse Koalition dagegen ist und in der ganzen Gesellschaft gibt es breite Zustimmung. Sie haben gesagt, dass viele Menschen bei uns in der Republik skeptisch sind, was die Demokratie anbetrifft. Das ist leider so, und daran muss man sicherlich arbeiten. Aber ein Teil der Wahrheit ist eben auch, dass die Mehrheit der Deutschen skeptisch ist, was das Wahlalter 16 anbetrifft. Mehr als zwei Drittel der Deutschen lehnen die Herabsetzung des Wahlalters auf 16 Jahre ab. Mehr als zwei Drittel. Und zwar sind das Zahlen aus dem Spiegel vom Oktober 2021. Und nur 28% sind für eine Absenkung. Das mal zu dem Thema breite gesellschaftliche Mehrheit, die findet überhaupt nicht statt. Nicht einmal unter der Gruppe der jungen Menschen gibt es eine Mehrheit. In der Gruppe der 16- bis 29-Jährigen ist das Ergebnis pari pari. Und es gibt auch eine ganze Reihe an Umfragen, die sind ein paar Tage älter, noch gar nicht so viel. Da waren es sogar drei Viertel. Und dies zeigt doch vor allen Dingen eins. Der Vorschlag ist kein Ausdruck von breiten Empfinden der Bürger, sondern es ist eigentlich ein Vorschlag aus der linken Politretorte, jetzt durch die Ampelpartei hier noch ergänzt. Und Kolleginnen und Kollegen, deswegen haben Sie ja auch so empfindlich reagiert bei den letzten beiden Lesungen und bei der Anhörung, wie es um das Thema Volksabstimmung ging, weil Sie genau wissen, Sie können hier den Dampf machen im Parlament vor der Bevölkerung, vor den Hessinnen und Hessen, würden Sie mit diesem Anliegen krachen scheitern. Und Kollegin Hofmann, ich hatte eigentlich gedacht, Sie hatten die dritte Lesung beantragt, dass Sie das gemacht haben, um Ihren defizitären Gesetzentwurf noch ein bisschen nachzubessern. Wir hatten darauf hingewiesen, dass eine ordentliche Begründung fehlt. Wir hatten darauf aufmerksam gemacht, dass ein Widerspruch bei der Beteiligung der Ausländerbeirate da drin ist. Und wir hatten darüber geredet, dass es erhebliche juristische Bedenken auch bei der Einfachgesetzlichkeit bestehen. Aber der Gesetzentwurf ist genauso wieder hier eingebracht worden, ohne Änderung, keinerlei Erkenntnisgewinn, viel vom Gleichen. Und das finde ich schwach. Und darüber hinaus ist es gesagt worden, es gäbe keine Gründe, die dagegen sprechen, gegen so eine Absenkung des Wahlalters. Ich meine, wir sind jetzt in der dritten Lesung. Wir haben viel diskutiert in die eine wie in die andere Richtung. Und muss schon ganz ehrlich sagen, wenn die Kollegin Kula, das mag sein, dass das im neuen Deutschland so rezipiert wird oder in der jungen Welt. Aber wir haben doch auch mittlerweile gesehen, dass eine ganz breite gesellschaftliche Debatte besteht und dass die Auffassungen darüber völlig unterschiedlich sind und dass Argumente, die wir wechselseitig auch ausgetauscht haben, dass die ernst zu nehmen sind und dass man nicht einfach sagen kann, es gibt keine Argumente. Ich weiß nicht, nach der dritten Lesung müsste man eigentlich ja soweit sein, den einen wie den anderen zu verstehen. Und
Und der Kollegin Deißler will ich in dem Zusammenhang mal zurufen. Sie haben gesagt, wir nehmen die Jugend nicht ernst und was für eine Geisteshaltung wir haben. Ich muss auch sagen, auch da in der dritten Lesung, das ist aus meiner Sicht so ein bisschen der intellektuelle Tiefpunkt in der Debatte gewesen. Ich bin jahrelang, ich bin im Bundesvorstand der Jungen Union gewesen. Ich war jahrelang Jugendfunktionär, habe dort mitgemacht und ich kann Ihnen sagen, junge Menschen werden in der CDU immer wertgeschätzt und mitgenommen. Wir sind die größte politische Jugendorganisation als Junge Union, und wir haben vieles erreicht. Wir brauchen uns von so einer Minigruppe für Ihnen nichts sagen zu lassen. Wir nehmen junge Leute nicht ernst. Absolut absurd. Absurd, Kollegin. Kolleginnen und Kollegen, für uns bleibt es dabei, das Wahlalter. Kleinen Augenblick. Es ist ziemlich unruhig. Bitte ein bisschen mehr Ruhe für den Redner. So sieht's aus. So sieht's aus. Kolleginnen und Kollegen, für uns bleibt es dabei. Das Wahlalter 18 hat sich bewährt, und zwar dies auf allen staatlichen Ebenen, von der Kommunalebene über die Landesebene bis hin zur Bundes- und Europaebene. Und dabei bleiben wir als einzige Partei ganz offensichtlich hier ohne Inkonsistenzen, weil die Frage wurde nie systematisch beantwortet. Warum wollen wir eigentlich nur ein Wahlalter absetzen auf kommunaler Ebene? Es macht einfach keinen Sinn. Mit 16 Jahren, ich nehme es mal als Kompliment, Sie wollten sicher sagen weise. Mit 16 Jahren, Kolleginnen und Kollegen, darf man ohne Einwilligung der Eltern keine Verträge schließen. Man darf nicht heiraten, man darf keine Wohnung anmieten, man darf nicht Auto fahren, man darf nicht mal ein Fahrrad kaufen. Und auch in der dritten Lesung ist mir nicht schlüssig geworden, warum man dann aber ein Parlament wählen soll, wenn man nicht mehr für sich selbst Verantwortung übernehmen darf in unserem Rechtssystem. Wieso dann für andere Leute? Es macht einfach keinen Sinn. Herr Abgeordneter Schalz, Sie müssen zum Schluss kommen. Ja. Ich möchte zum Schluss kommen und möchte noch einmal darauf hinweisen, dass auch aus der Anhörung die kommunalen Spitzenverbände, die am Ende auch die am Ende damit betraut sind, so eine Wahl dann auch zu administrieren, haben ja ebenfalls deutlich gemacht, dass es keinerlei Interesse gibt an so einer Absenkung. Ich darf deswegen zum Schluss kommen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, unser Wahlrecht hat sich bewährt. Es ist in Hessen klar, es ist ohne unlogische Brüche, und es ist vor allen Dingen auch im Einklang mit der Mehrheitsmeinung. Und so soll es auch bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Schad. Für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN hat jetzt der Abg. Martin das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Zum Ende einer längeren Plenarsitzung diskutieren wir dann heute zum dritten Mal über die Frage, ob das Wahlalter bei Kommunalwahlen auf 16 Jahre abgesenkt werden sollte. Die Meinungen dazu sind inzwischen mehr als klar, wie wir ja auch eben gehört haben. Die Argumente dazu sind ausgetauscht, und ich will ausdrücklich sagen, dass ich alle Argumente aus allen Fraktionen, die sich heute für eine Absenkung des Wahlalters ausgesprochen haben, vollständig teile. Jugendliche sind diejenigen, die mit den politischen Entscheidungen von heute am längsten leben müssen. Wir Grüne trauen 16- und 17-Jährigen zu, dass sie in der Lage sind, eine fundierte, eine informierte und durchaus auch eine kritische Wahlentscheidung treffen zu können. Deshalb sind wir dafür, das Wahlalter auf allen Ebenen auf 16 Jahre abzusenken. In Hessen regieren CDU und Grüne seit einigen Jahren erfolgreich in einer Koalition. Wir haben in dieser Zeit viele Dinge auch gut umgesetzt. Aber es gelingt eben in so einer Zusammenarbeit auch nicht immer, alle Dinge entsprechend umzusetzen. Es ist nicht immer möglich, kluge Kompromisse für alle Themen zu finden. Und insofern will ich zu der heutigen Debatte sagen, dass es uns in der Koalition, in dieser Konstellation leider nicht möglich ist, das Wahlalter für Kommunalwahlen zu senken. Wir Grüne werden uns aber weiter dafür einsetzen. Kollegin Hofmann hat ja in einer sehr emotionalen Rede heute so getan, als wäre das heute die letzte Möglichkeit, das Wahlalter jemals abzusenken. Das ist natürlich mitnichten so, sondern in einem Jahr ist Landtagswahl in Hessen. Und nach der Landtagswahl mit neuen Koalitionsverhandlungen.
Es freut mich, dass Sie so gut gelaunt sind. Ich sage ausdrücklich mit neuen Koalitionsverhandlungen, nicht mit neuen Koalitionspartnern. Dann lohnt sich aber ein erneuter Aufschlag auch für eine Absenkung des Wahlalters. Das wäre dann auch immer noch rechtzeitig für die nächste Kommunalwahl, denn die ist ja, egal was wir hier heute beschließen, die ist ja ohnehin erst im Jahr 2026. Und liebe Kollegin Deißler, Sie haben ja auch groß aufgefahren und haben der CDU vorgeworfen, dass sie die jungen Menschen nicht ernst nimmt, die Grünen verkaufen ihre Werte. Das finde ich insofern interessant, als dass die FDP ja erst relativ neu dabei ist im Club der Wahlalterabsenker. Also Sie haben das ja erst vor wenigen anderthalb Jahren, zwei Jahren oder wann Sie das beschlossen haben, dass Sie überhaupt für die Absenkung des Wahlalters sind. Insofern haben Sie ja offensichtlich vorher die jungen Menschen auch nicht ernst genommen, wenn Ihre Argumentation richtig ist. Schon jetzt will ich aber junge Menschen sehr herzlich dazu einladen, sich mit ihren Ideen, mit ihren Meinungen herzlich einzubringen. Denn es ist wichtig, dass wir diese Meinungen hören, ob in Jugendparlamenten, in Parteien, in NGOs oder beim Landesjugendkongress im Dezember. Die Perspektive junger Menschen ist wertvoll und wichtig. Ich bedauere es ausdrücklich, dass sie diese Perspektive nicht an der Wahlurne ausdrücken können. Und wir stehen weiter dafür, das zu ändern. Aber auch schon jetzt wird die Stimme junger Menschen gehört. Dafür müssen sie aber auch lautstark erhoben werden. Dazu laden wir alle jungen Menschen herzlich ein, unter anderem im Dezember zum ersten Landesjugendkongress hier im Hessischen Landtag. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Martin. Als nächstes hat Staatsminister Beuth das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Hessische Landesregierung ist für die Beibehaltung des Wahlrechts ab 18 bei Kommunalwahlen. Man muss nicht das Wahlalter absenken, meine sehr geehrten Damen und Herren, um junge Menschen ernst zu nehmen. Das sollten wir uns hier gegenseitig nicht absprechen, dass wir Menschen nicht ernst nehmen, nur weil wir sie nicht mit 16 wählen lassen. Die Argumente, die für eine Volljährigkeit mit 18 sprechen, meine Damen und Herren, sprechen auch für ein Wahlrecht mit 18. Die wesentlichen staatsbürgerlichen Rechte und Pflichten sind in unseren Gesetzen bisher zumindest, und die Hessische Landesregierung hält das auch für richtig, an die Volljährigkeit geknüpft. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Tat, wir haben uns ja nun hier und auch im Ausschuss sehr intensiv bereits mit dem Gesetzentwurf auseinandergesetzt. Deswegen will ich hier nur noch einmal deutlich machen, die Maßstäbe für die Wahlbeteiligung bei öffentlichen Wahlen sollten nicht auseinanderfallen. Auch hier will ich noch einmal deutlich machen, dass wir seitens der Landesregierung in Kommunalwahlen nicht etwa Wahlen zweiter Klasse sehen und deswegen sozusagen dem zustimmen könnten, dass dann dort mit 16 gewählt würde, während bei anderen öffentlichen Wahlen nicht mit 16, sondern mit 18 gewählt wird. Meine sehr geehrten Damen und Herren, und es spricht auch gerade auf der kommunalen Ebene dagegen, eine Ausnahme zu machen, weil es gerade dort besonders viele Mitwirkungsmöglichkeiten für Jugendliche, ja, man muss mittlerweile sagen, an vielen Stellen sogar für Kinder und Jugendliche gibt. Dafür braucht es und bedarf es keiner Herabsenkung des Wahlalters. Meine Damen und Herren, wir wollen keine Wahlen zweiter Klasse schaffen. Deswegen ist die Hessische Landesregierung gegen diesen Gesetzentwurf. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Staatsminister Beuth. Mir liegen jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit kommen wir zur Abstimmung des Gesetzentwurfs der Fraktion der SPD in der dritten Lesung für ein Gesetz zur Einführung des aktiven Wahlrechts ab 16 bei Kommunalwahlen. Das ist die Drucksache 20-6347. Wer für den Gesetzentwurf ist, den bitte ich um das Handzeichen. Das ist die Fraktion Die Linke, die Fraktion der SPD, die Fraktion der Freien Demokraten. Wer ist gegen den Gesetzentwurf? Das ist die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, die CDU und die AfD.
und der fraktionslose Abgeordnete Kahnt. Enthaltungen gibt es demnach keine. Damit ist der Gesetzentwurf in dritter Lesung abgelehnt.